furchtbar bauen. Auf unserem blutigen Heiligen Kampf. Zwingen die Feinde, du Arbeitervolk. Auf unserem blutigen Heiligen Kampf. Zwingen die Feinde, Arbeitervolk. Autsch. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Metro 2033. Und ja, wir haben ja diese neue Pistole. Ja, die neue. Jetzt sind wir von der Dresane gefallen. Ich weiß nicht, ob das so gut oder schlecht ist. Ich weiß jetzt nicht, in welche Richtung ich gehen soll. Warte, dieses Lied kenne ich doch, glaube ich sogar. Irgendwas habe ich hier gehört. So, Energiesparmodus an. So. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, dass ich hier lang gehe. Nein. Immer diese Kommunisten, Wir sind auch alle Kommunisten hier. Kacke, kann ich das Licht auch ausmachen? Natürlich nicht. Das ist ein Steady-Licht. So, das müsste ich unauffällig ausmachen können, oder? So. Geht. Okay, noch sieht er mich nicht. Ich ignoriere ihn jetzt einfach mal. Und wenn, dann habe ich ja diese Superwaffe. Und die... Wow. Das ist jetzt kacke, die dürfen mich nicht sehen, glaube ich, oder? Vielleicht guckt er. So. Okay. Das musste klappen, das hat auch geklappt. So wie ich wollte. Und habe ich nicht noch das Messer hier? Ich habe das Messer nicht, okay. Und hier ist auch nicht noch mehr Munition, okay. Immer mit meiner Pistole herumlaufen, vielleicht. Erstmal die Munition einsammeln. Von dem Typen und mein Messer, und ich möchte alles wieder haben, was ich ihm gegeben habe. Huch. Hey. Und Wodka oder irgendein Getränk oder so. Ich kann hier doch nicht hin. Das ist doch tatsächlich der falsche Weg. Hier ist zu. Da muss ich doch den anderen Weg nehmen. Oh nein. Wieso? Wieso? Das ist doch blöd. So, jetzt sollte ich vielleicht unauffälliger. Oh, ich habe irgendwas schießen hören und das Speichersymbol. Oh, Kacke. Da kommt, den sollte ich vielleicht warten. Wie ist es auf der rechten Seite? Auf der rechten Seite steht er nur. Ah, hier ist eine Treppe. Ich hoffe, die achten jetzt nicht auf mich. So, oh Kacke. Die dürfen mich jetzt nicht sehen. Wir kämpfen wie Narren. Was für eine Verschuldung. Für dich. Es sei denn, du möchtest auf einen Feuertrupp stoßen. Du bist der einzige Zuhörer. Du würdest mich doch nicht verpfeifen, oder? Was? Du traust mir nicht. Ich weiß nicht mehr, wer oder was ich verpfeifen kann.
Na, mach doch die Schüsse ein bisschen leiser. Ich will das Gespräch hören. Das hört sich ziemlich interessant für Informationen an, die ich gebrauchen könnte. Deswegen höre ich dem Gespräch, wo es gerade so interessiert, zu. Ja. Denk an den Schaden, den wir anrichten könnten. Ein Nachtangriff unterliegt. Für diese Scheiße würden die uns Orden geben. Aufklärung ohne Befehl? Dafür gibt's keine Orden. Nur eine Kugel mit Kopf. Wenn das Kommando es so will, dann machen wir das. Aha, aha. Ich glaube... Oh, scheiße. Erstmal... Scheiße, das Licht kann ich nicht ausmachen. Wow. Nee, das wird hier nix. Ich will mit dem Gespräch jetzt nicht... Okay, das ist energiesparend. Was? Leute. Was war das denn? Jetzt muss ich dem ganzen Gespräch nochmal zuhören? Ich glaube, ich habe gerade wieder diesen Punkt bekommen. Das ist ja jedes Mal, dass es aufgeleuchtet hat dann. Nein. Nein! Ich cutte das hier. Und dann mache ich das. Ja, ab der nächsten Stelle weiter. So, da bin ich wieder. Das Gespräch ist gerade zu Ende und ich muss diesmal klüger vorgehen. Ein klein wenig zumindest. Sollte ich irgendwie okay, da bleibt er stehen. Ey, was ist denn das? Ich weiß jetzt gerade ehrlich nicht. Nein. Das Gespräch ist mir jetzt gleich nochmal zu lange. Ich gehe da einfach mit meiner Pistole drauf. Dann kriege ich zwar weder den Punkt und das ist doch scheiße, ey. So. Und dieses Geräusch, ne? Kann das mal jemand ausschalten? So, ich hoffe, das funktioniert jetzt. Ey, ich krieg doch die absolute verfickte Kackreise hier. Was ist denn das? Das ist doch ein Scheiß, ehrlich. Ein Scheiß ist das doch. Meine Fresse. Ich gehe einfach dran vorbei. So, das muss klappen. Jetzt sehe ich hier, glaube ich, nicht mehr die Fallen, ist das Problem auch. Ich weiß nicht, ob ich links lang gehen muss. Ich. Na, kann mal jemand dieses Geräusch im Hintergrund ausschalten? Da kriege ich ja wirklich noch Ohrenkrebs durch. Revolution wird diese feige Ratte zum Tode verurteilt. Zum Tode verurteilt? Ich wollte sie über die Flanke angreifen, das ist alles. Da unten,
Da ist eine Unterbrechung in den Schienen. Was ist hier los? Finden Sie einen... Ich sage die Wahrheit. Ach du Scheiße. Eine Exekution. Schicken Sie einen Mann hinunter, um es zu prüfen. Bitte, ich habe eine Frau und einen Sohn. Oh Gott. Schau dir diese Scheiße an. So eine Sauerei. Serjenko, los, prüf mal, ob da wirklich ein Durchgang ist. Oh, Kacke. Na klasse. Schwebt der? Der ist gerade geschwebt. Ich hoffe, der geht dem jetzt hinterher oder irgendwie so. Ich krieg die Krise. Wow, 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 wow. Ganz gefährliche Situation. Okay, ich gehe dem jetzt hin. Ich kriege Aggression. Dass ich immer an dieser verschissenen Stelle starte, ne? Das... Wieso? Sag mir einen Grund, wieso? Das macht doch so keinen Spaß mehr. Aber wenigstens ging das hier schneller, diesen Punkt zu kriegen. Hey, so eine Scheiße ist das doch hier, ehrlich. Richtige Scheiße. So, hier liegt aus. Warum ist hier einfach auf ein verschissenes Loch im Boden, ey? Und stell dieses Geräusch aus. Ich krieg die verfickte Krise hier noch. Da oben. Stellt es aus oder bringt euch irgendwo hin mit dem Zug. Ich sage die Wahrheit, ich schwöre es. Ich habe den Weg zu Kassett. Ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt, aber das ist hier doch. Da kriegt man doch wahre Aggression, wirklich. Überall diese Scheiße, überall diese Leute, ich bin immer alleine. Es ist doch unmöglich, das ganze Spiel ist doch alles Scheiße hier, ey. So eine Sauerei. Serjenko, los, prüf mal, ob da wirklich ein Durchgang ist. Unglaublich. Erst der Kommissar und dann geht da gleich noch dieser andere Typ lang. Und der schwebt tatsächlich hier kurz. So. Ja. Komm, Soldat, komm, geht doch. Wenn ich das jetzt mache, falle ich wahrscheinlich wieder. Ich habe irgendwie das Gefühl, da sind noch welche. Und das wird nicht klappen, habe ich auch das Gefühl. Das hat aber geklappt, okay. Kann ich den jetzt nicht irgendwie einfach... auch runterschmeißen? Ey, hallo, was soll denn der Scheiß jetzt hier? Ganz ehrlich. Warum? Ich. Ja, sie sind in... Fick dich doch einfach. So hier. Ganz ehrlich, anders mache ich das. Ja! Lass einen Schuss einfach los. Lass einfach einen verschissenen Schuss los. Ist mir scheißegal, ey. Wirklich scheißegal hier alles langsam. Hier lang entgehen, ey. Ich krieg die Krise. Wirklich die absolute Endkrise hier. Bei diesem Scheiß. Muss ich mir dieses Drecksgespräch noch anhören wieder. Was ist denn das? Und dabei ich krieg wirklich Ohrenkrebs noch, wenn ich mir dieses
anhören muss. Meine Güte. Unterbrechung im Tunnel. Scheiße, ihr seid scheiße, die euch im Mund stecken können. Meine Güte, es wird so ein Fäkalvideo. Natürlich haben die mich auch alle gesehen, das ist ja auch das Beste. Vielleicht kann ich ja diesmal schneller sein. Los, prüf mal, ob da wirklich ein Durchgang ist. Nee, das wird nicht klappen. Nee, nee, nicht möglich. Dann muss ich die beiden halt da entlang gehen lassen. Mach ich das halt so. Und warum kann dieser Soldat nicht einfach hinter dem herlaufen? Das wäre viel normaler. Ich sind doch viel zu viele Menschen. Das ist auch ein Traum. Wie soll jetzt auch die Treppe hoch, oder? Kannst. Natürlich gehst du nicht direkt die Treppe hoch. Natürlich gehst du erst vorher da stehen, pinkeln, irgendwas. Genau, genau. Leuchtend. Mich direkt an am besten. Damit du mich siehst, ich wieder einen Ausraster schieben muss. Bloß nicht fallen. So, jetzt. Abwarten ist das Stichwort. Solange nicht das Licht hier jetzt. Hey, Genossin, habt ihr gehört, was gestern passiert ist? Ich war da und mir wurde fast der Kopf weggepustet. Ich werde den Rest meines Lebens Albträume haben, wenn wir es überhaupt schaffen. Ich war gestern im Feldlazarett. Was war los? Ach, Kacke, Kacke. Diese Faschisten-Ärsche haben uns mit ein paar Selbstmordbombern angegriffen. Ist wirklich jemand bereit, für die zu sterben? Oh. Scheiße, nein. Den armen Säulen. Scheiße. Rücken zusammengebunden. Sie rannten auf unsere Streckensperre zu, während die Faschisten ihnen mit MGs die Hölle hinterher schickten. Unsere Leute dachten, dass ein paar Genossen dem Gefängnis der Faschisten entkommen seien. Und was ist dann passiert? Die schrien und kreischten, aber keiner konnte verstehen, was. Die Faschisten-Schweine hatten ihnen die Zungen rausgeschnitten. Ich hoffe natürlich, hier ist keiner, oh wieder mal. Gott. Als unsere Soldaten zur Hilfe eilten, ein Traum. Sie, dass sie voll mit TNT bestückt waren. Jemand sagte, runter, ich schaffte es so gerade. 7 Jungs von unserer Einheit starben. Also das Hamburg ist doch alles Kacke. Erfetzt. 4 Bomber getötet. Aber es ist interessant. Aus dem Gefängnis der Faschisten. 7? Als ich das letzte Mal davon hörte, waren es 6. Vano starb heute Morgen. Sein Bauch war komplett zerfetzt. Aber er kämpfte bis zum Schluss. Wie kann ein Mensch einem anderen so etwas antun? Ich weiß es nicht, aber jetzt heißt das nichts Gutes. Lauf bloß nicht in meine Richtung. Was machst du? Du läufst weg. Oh Gott, ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht. Natürlich. Ich würde mich freuen, wenn ich wieder sterbe. Ich beende die Aufnahme.